Moin zusammen. Eine Kleinigkeit, die ich jetzt noch vorstellen möchte, bevor ich sie nämlich wieder einbaue und sie dann nicht mehr so gut sichtbar ist, das ist ein Trennrelais. Ja, ein Trennrelais, das man so in ein Wohnmobil einbaut, um zwischen der Starterbatterie und der Aufbaubatterie zu trennen. Davon gibt es ja jede Menge. Ich zeige euch mal so ein Schaltschema. Normalerweise legt man an so ein Trennrelais eine Spannung an, ja, den Schaltstrom, und dann zieht das Relais an und schaltet einen wesentlich höheren Strom durch. Das ist ein normales Relais, wie es in vielen, vielen Fahrzeugen etc. oder Wohnmobilen verbaut ist. Das ist, ja, ich sag mal, One-Way. Das heißt also, es läuft immer von der Lichtmaschine, Starterbatterie zur Zusatzbatterie und Schluss. Dann gibt es kompliziertere Lösungen, die ja auch die Sache rückwärts machen. Das heißt also, von der Zusatzbatterie kann dann auch mit die Starterbatterie geladen werden, beziehungsweise das, was an der Zusatzbatterie angeschlossen ist, in der Regel zum Beispiel ein Generator, also ein Benzingenerator oder sonstige Stromquelle, ein Ladegerät, das an der Zusatzbatterie angeschlossen wird, oder eben auch ein Solarpanel. Diese Lösungen sind in der Regel relativ teuer, besonders wenn Sie dann auch noch hohe Ströme schalten wollen. Ja, so als kleines Goodie vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, mit einem Taster oder was auch immer die beiden Batterien, Starter und Zusatzbatterie, zusammenzuschalten, um dann für einen Startvorgang die ein oder andere schwächelnde Batterie zu überbrücken und das Fahrzeug in Gang zu bekommen. Ja, und dort habe ich dann schon vor 5 Jahren, 2014, in meinen alten Sprinter, in das Wohnmobil, was ich euch schon mal vorgestellt habe, den 316 CDI, kurz hoch, den ich damals mal ausgebaut habe, habe ich dieses Relais eingebaut. Und zwar ist das eins von der Firma Shure Power. Ja, Shure Power. Und zwar sieht das nun zunächst erstmal ganz normal aus. Das heißt also, diesen Trumm hier, den kennt man soweit. Es gibt ja diese Lastrelais, Hochstromrelais. Da haben wir hier eine Spannung, hier und hier hinten. Ja, und die wird angelegt und dieses Relais zieht dann an und schaltet dann hier das Plus durch. Ja, in diesem Fall sind das 100 Ampere. Es gibt noch eine 200 Ampere Version. Diese 100 Ampere Version, denke ich mal, dürfte reichen oder hat auch bisher gereicht. Das heißt also, was ich euch jetzt wiedergebe, das ist nicht irgendwie eine gute Idee, die ich jetzt im Moment habe und versuchen wir es mal und so weiter, sondern das hat bei mir 5 Jahre lang schon funktioniert und das möchte ich dann wieder in den neuen Sprinter, den Flachdach 216er CDI, das 2015er Modell, einbauen. Was daran das Besondere ist, das ist eben dieser Zusatzkasten hier und der, ja, macht dann eben den Unterschied zu den anderen normalen Relais aus. Die normalen Relais, wie gesagt, schalten zwischen diesem und diesem Kontakt die Leitung durch, die ja sonst unterbrochen ist. Auf der einen Seite ist die Starterbatterie, auf der anderen Seite ist die Zusatzbatterie angeschlossen und wenn das Relais schaltet, dann sind beide eben verbunden. Wichtig ist immer, dass ein sogenannter Ground, das heißt also ein Minuskontakt, hergestellt wird, anders kann das Ding natürlich nicht schalten.
Der Ground, also der muss, oder die gemeinsame Masse muss wirklich die gemeinsame Masse sein, das heißt also meistens die Fahrzeugkarosserie. Dieses Relais hat ein paar Besonderheiten und deswegen stelle ich es überhaupt erst vor. Zunächst mal, es ist relativ teuer gegenüber einem, ich sag mal, ganz normalen Relais. Es kostet nämlich zurzeit, März 2019 oder April 2019, kostet das ungefähr 120, 122 Euro plus Versand bei der Firma Leab. Ja, Leab. Die haben diverse elektronische Komponenten zum Laden, aber auch Relais. Wie gesagt, es ist besonders und besonders teuer gegenüber einem normalen Relais und relativ billig gegenüber den anderen Relais, die möglicherweise das etwas Ähnliches können. Ja. Da habe ich nämlich schon Versionen gesehen, die kosten dann mindestens das Doppelte, also so um die 240, 250 Euro oder noch mehr bei gleichen Schaltleistungen. Wie gesagt, die Schaltleistung dieses Relais hier sind 100 Ampere, kurzfristig bis zu 300 Ampere. Kurzfristig, das ist so im Sekundenbereich. Bei den modernen Batterien ist das ja so, dass du normalerweise die Klemme D Plus schalten musst von dem, von der Lichtmaschine her. Dann bekommt das Relais normalerweise Informationen, okay, jetzt lädt die Lichtmaschine, jetzt kannst du durchschalten auf die Zusatzbatterie. Das entfällt bei diesem Relais. Du musst nicht in den CAN-Bus rein, bei den modernen Fahrzeugen, was ja teilweise schwierig ist, beziehungsweise gar nicht mehr möglich ist. Warum? Weil die Spannungen überwacht werden. Es werden nur Spannungen überwacht zwischen der Starterbatterie und der Aufbaubatterie. Ich zeige euch mal hier gerade, nehmen wir mal hier den unteren Schaltplan. Wenn das Relais normal angeschlossen wird, dann schaltet es ein, also durch, bei einer Spannung von 13,2 Volt bezogen auf die Batterie mit der höheren Spannung und aus bei 12,7 Volt bezogen auf die Batterie mit der niedrigsten Spannung. Aha, da kommen wir jetzt zu einer interessanten Geschichte. Es werden nämlich die Spannungen beider Batterien, der Aufbaubatterie wie auch der Starterbatterie, verglichen, beobachtet. Das hat natürlich einen großen Vorteil. Nicht nur, dass man das am CAN-Bus nicht anmelden muss, sondern dass alles über eine Lichtmaschine geladen wird und das rein über die Spannung geht, sondern dass auch zum Beispiel im Winter die Batterie ist hochbelastet. Du schaltest diverse Verbraucher sofort ein. Möglicherweise noch die Zusatzheizung, das Licht etc. etc. Ein normales Relais schaltet ja sofort durch, wenn eine Spannung von 13,2 Volt vom Generator her erreicht wird und klack, und das wird ja sofort erreicht. Und dann muss der Generator beide Batterien, egal welchen Zustand die beiden haben, mit aufladen. Nicht sehr optimal. Sinnvoll ist es zunächst erstmal die Starterbatterie, falls sie schwach sein sollte, mal ordentlich auf Touren zu bringen und danach erst durchzuschalten auf die Zusatzbatterie. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich hatte ja gesagt, das sind Spannungsvergleiche. Die andere Möglichkeit ist, du hast zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach und die speist natürlich bzw. lädt über den Solarladeregler erstmal in die Zusatzbatterie rein. Jo. Und wenn die eine entsprechende Spannung erreicht hat, in diesem Fall 13,2 Volt, dann macht das Klack, das schaltet durch und schaltet auf zusätzliches Laden von der Starterbatterie. Schön, ne? Genau. Auf diese Art und Weise braucht man sich bei einem Fahrzeug, das nicht ständig in der Garage steht, sondern auch mal draußen, überhaupt keine Gedanken darüber machen,
ob dann die Starterbatterie nach einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung, Urlaub etc. etc. immer noch genug Saft hat. Besonders ist das natürlich interessant bei modernen Autos, die jede Menge elektronische Helferlein haben und ähnlich wie diverse Homecomputer-Dosen, die ja auf His Master's Voice immer lauschen. So lauschen diese elektronischen Helferlein ja ständig und brauchen dafür natürlich Spannung. Die ziehen sie sich aus der meisten Starterbatterie raus. Und nicht umsonst schreibt zum Beispiel Mercedes-Benz in einer Sprinteranleitung, möglicherweise auch in anderen Anleitungen, wenn du das Fahrzeug länger als 3 Wochen lang nicht mehr benutzt, dann bitteschön klemm die Batterie ab oder sieh zu, dass diese Batterie irgendwie geladen wird. Ansonsten läufst du Gefahr, dass deine Starterbatterie leergesaugt wird. Tja, und das umgeht man ganz einfach durch so eine Konstruktion. Das heißt also, den Spannungsvergleich der beiden Batterien, Zusatzbatterie und Starterbatterie, wobei die Zusatzbatterie vom Solarpanel, was ich hier aufs Dach montieren werde, geladen wird. Ja, und dann macht das irgendwann Klack und dann wird die Starterbatterie mitgeladen. Und das hört man auch recht deutlich, dieses Ding macht richtig Klick-Klack. Es gibt nämlich noch eine andere schöne Sache und deswegen habe ich dieses Kabel hier, des Selbstbauzeugs hier noch dabei. Und zwar, wenn wir das Ganze umdrehen auf dieser Seite, gut, hier unten ist ja diese Flachzunge für den Anschluss von der Masse. Ja, mehr braucht es nicht. 1,5 Quadratmillimeter Kabel, also so ein dünnes Käbelchen zur Batterie bzw. zur Masse, Fahrzeugmasse. Und das reicht. Und dann sind hier noch so 2 Zungen, die scheinen übrig zu sein. Dieses bidirektionale Relais verfügt über eine Notstart- oder Überbrückungsfunktion. Das heißt also, die wird nicht dabei geliefert, man muss sich das irgendwie selber basteln. Und zwar habe ich mir das hier mit ganz normalen, übrig gebliebenen, dreiadrigen Stromkabel gebastelt. Und zwar sieht das so aus, dass man hier noch einen Taster reinschleift. Wirklich nur einen Taster sollte man nehmen. Mit den guten Vago-Klemmen habe ich das gemacht. Ja. Diese Vago-Klemmen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich stehe da drauf. Die sind wirklich absolut super, absolut zuverlässig. Damit verbinde ich auch meine elektrischen Leitungen im Flugzeug, die sind vibrationsfest, reißfest etc. Ich kann so etwas, diese hier, beziehungsweise die haben wir jetzt Nachfolger auch noch davon, nur empfehlen, von kleinsten haarfeinen Teilchen bis, ich glaube, 2,5 Quadratmillimeter, kannst du dort alle Leitungen reinklemmen und miteinander verbinden. Wobei jede Klemme natürlich nur einen Pol hat. Das heißt also, hier kann ich einfach nur gleichartige Leitungen miteinander verbinden. Dafür aber eine ganze Menge. Es gibt die in mit drei Kontakten bzw. auch mit 5 Kontakten, wenn man viel Stromverteilungsfunktionen haben muss. Auf jeden Fall hier ganz einfach ein paar Kabelschuhe drauf, entsprechend des Anschlussschemas hier verbinden und schon hat man eine Möglichkeit, die beiden Batterien kurzfristig über den Taster, ja, ich sag mal, direkt zu verbinden, egal welche Spannungen die unterschiedlich haben, und kann dann sein Fahrzeug, wenn es den Not tut, noch entsprechend starten. Das heißt aber, dass man auch die entsprechenden dicken Leitungen zwischen der Zusatzbatterie und Starterbatterie verlegen sollte, sodass man die Zusatzbatterie gegebenenfalls auch als Starterbatterie benutzen kann. Muss man sich vorher überlegen, so ein kleines dünnes Käbelchen nur zum Laden reicht da nicht. Da muss man schon mit den entsprechend dickeren Apparaten aufwarten. Besonders wenn man die Zusatzbatterie weiter entfernt von der Hauptbatterie hat. Und ich habe die bei dem Mercedes Sprinter unter den Beifahrersitz, also in den Sitzkasten dort eingebaut, so wie ich das bei dem alten Sprinter auch gemacht habe, werde ich das bei dem neuen auch machen.
Es wird hier ja darauf hingewiesen, dass man wegen der Hitzeentwicklung da in einen gut belüfteten Raum rein, das nur reinsetzen sollte etc. Aber wie gesagt, das hat bei mir wunderschön in diesem Kasten halt funktioniert. Den habe ich auf einer Seite offen. Das ist also kein Problem. Hier oben sollte man zusehen, dass die sich natürlich nicht berühren bzw. mit Masse irgendwie in Kontakt kommen. Das ist ganz normal. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ich bin mit diesem Teil hier außerordentlich zufrieden und kann das für einen Wohnmobilisten, der universell unterwegs sein will, der wirklich eine einfache Lösung sucht, ohne in den CAN-Bus einzugreifen, nichts Schwieriges zum Installieren haben möchte, das sehr, sehr zuverlässig arbeitet, das kann ich wirklich nur empfehlen.